Hey, schön, dass du da bist. In diesem Video zeige ich dir meine besten Tipps, Tricks und Strategien, damit du in deinem nächsten Vorstellungsgespräch selbstbewusst und gleichzeitig sympathisch wirkst. Mein Name ist Silke Koppitz, ich bin Karriereberaterin und Personalmanagerin. Das heißt, ich habe schon so einige Kandidaten interviewt, die auf dem Papier perfekt für den Job waren, im Gespräch dann leider weder selbstbewusst noch sympathisch rübergekommen sind. Gute Noten allein reichen heute einfach nicht mehr aus. Du musst, um beruflich weiterzukommen, sympathisch, aber auch gleichzeitig selbstbewusst wirken. Und damit du bei deinem nächsten Gespräch aus der Masse der Bewerber herausstichst und dir deinen Traumjob auch wirklich angelst, habe ich dir die folgenden Tipps vorbereitet. Tipp Nummer 1: Vorbereitung. Kennst du das Sprichwort, Planung ist das halbe Leben? Klingt extrem langweilig, ich weiß, ist aber wirklich sehr wichtig. Denn um selbstbewusst und sympathisch zu wirken, musst du vor allem eins sein: entspannt. Und entspannt bist du garantiert nicht, wenn du erst 10 Minuten vor Gesprächsbeginn fluchtartig deine Wohnung verlässt, unterwegs merkst, dass du dir die Adresse nicht gespeichert hast und dich vollkommen verläufst. Und wenn du dann noch den Namen deiner Gesprächspartner nicht weißt, dann wirkst du zusätzlich auch noch richtig unfreundlich. Ich freue mich auch total, hier zu sein. Frau Müller, Frau Meier war das, ne? Ach so, Frau Jansen. Okay, sorry. Immerhin bewirbst du dich dazu, den Großteil deiner Zukunft mit diesen Personen zu verbringen. Bereite vor, was du anziehen willst. Notiere dir die Adresse, den Namen deiner Gesprächspartner und habe deine wichtigsten beruflichen Stationen, Stärken und Schwächen auf jeden Fall im Kopf. Tipp Nummer 2: Sei anwesend. Nein. Ich meine nicht, dass du körperlich anwesend sein sollst. Das sollte eine Grundvoraussetzung sein. Ich rede davon, dass du anwesend sein sollst im Kopf. Sei aufmerksam. Höre genau hin, was dein Gesprächspartner sagt. Achte auf die Körpersprache. Für die Dauer des Interviews gehört deine Aufmerksamkeit ganz dem Vorstellungsgespräch und deinen Gesprächspartnern. In welchem Ablauf die dann... Entschuldigung. Ich guck mal ganz kurz, ne? Sorry. Lass deine Gesprächspartner ausreden. Sei interessiert, stelle Fragen und achte vor allem darauf, was vielleicht nur zwischen den Zeilen angesprochen wird. Gibt es vielleicht Themen, Aufgabenbereiche oder andere Voraussetzungen, die nie direkt benannt, sondern immer nur beschrieben werden? Dein Gesprächspartner erwähnt zum Beispiel, dass du in dem Job, für den du dich bewirbst, Präsentationen für die Geschäftsführung vorbereiten und deren Meeting protokollieren sollst. Dann erwähne in deinen Antworten unbedingt, dass du ein gutes Auge fürs Detail hast und für dich der vertrauliche Umgang mit sensiblen Informationen ganz normal ist. Körpersprache. Die richtige Körpersprache ist ein weiterer entscheidender Faktor dafür, ob du dich direkt ins Aus schießt oder weitere wichtige Pluspunkte sammelst, damit du deinen Traumjob auch wirklich bekommst. Zur Körpersprache gehört für mich auch ein Händedruck, der fest ist, aber nicht gleich meine Knochen in meiner Hand zu Staub zermalt. Klar ist für mich auch, dass du nicht auf deinem Stuhl rumlungerst oder so tust, als wäre die Stuhllehne das Einzige, was dich irgendwie noch aufrechterhält. Und Achtung, gerade wir Frauen falten uns oft ganz komisch zusammen, um ja nicht zu viel Raum einzunehmen und nicht zu dominant zu wirken. Ich bin auf jeden Fall freundlich, ich komme mit allen Leuten eigentlich gut klar. Meistens bin ich auch pünktlich und gewissenhaft, das bin ich auch auf jeden Fall. Also, mach dich nicht kleiner als du bist, lächle, versuche den Blickkontakt zu deinem Gegenüber zu halten und achte darauf, langsam, deutlich und bestimmt zu sprechen. Deine Körpersprache kannst du zu Hause zum Beispiel auch mit Freunden immer wieder super üben. Sei authentisch. Du bist ein Mensch und Menschen machen Fehler. Du bist aufgeregt? Das ist okay, atme tief durch. Du hast die Frage nicht verstanden, dann frag nach. Nichts ist schlimmer, als wenn du die Frage nicht verstanden hast, aber irgendwie nicht nachfragen willst und dich dann in komplett sinnlosen Ausführungen um Kopf und Kragen redest. Einige Experten empfehlen auch die Spiegeltechnik, bei der du, wie der Name schon sagt, die Mimik und Gestik deines Gegenübers kopierst, also spiegelst. Meine bisherige größte berufliche Herausforderung, also ich würde sagen, die Spiegeltechnik. Und Studien haben auch gezeigt, dass diese Technik sehr, sehr wirksam ist. Aber Achtung, kopierst du einfach drauf los, dann wirkst du hölzern, unecht und definitiv weder sympathisch noch selbstbewusst. Sei lieber du selbst und punkte mit deiner Individualität und deinem authentischen Ich. Die perfekten Antworten. Im Vorstellungsgespräch hast du nur eine ganz bestimmte Zeit und du solltest auf keinen Fall zum ersten Mal in genau diesem Raum darüber nachdenken, was eigentlich deine Stärken, deine Schwächen, deine bisherigen größten beruflichen Erfolge oder deine Gehaltsvorstellungen sind. Warum ich in ihr Unternehmen wechseln möchte? Die Anzeige, die hat mich auf jeden Fall angesprochen und sie zahlen Urlaubsgeld, oder?
Als Personalerin weiß ich, dass es einige Fragen gibt, die dir in jedem Vorstellungsgespräch begegnen werden. Das sind zum Beispiel Fragen wie, was sind Ihre Gehaltsvorstellungen? Was sind Ihre Stärken? Was sind Ihre Schwächen? Warum wollen Sie zu uns wechseln? Und natürlich der Klassiker, erzählen Sie mal etwas über sich. Ich habe dir die perfekten Antworten als Lückentext vorbereitet, die du nur noch mit deinen eigenen persönlichen Details füllen musst. Und schon hast du diesen Punkt mit Bravour bestanden. Wenn du meinen Newsletter abonnierst, dann sende ich dir mit der allerersten E-Mail die Beispielantworten als Lückentext, den du nur noch ausfüllen musst. Den Link zum Newsletter, den findest du unten in der Videobeschreibung. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass gerne ein Like da, nenne mir auch immer unbedingt deine Themenwünsche oder wenn du noch Fragen dazu hast und schicke das Video unbedingt an all deine Freunde und Bekannte, die gerade im Bewerbungsprozess sind. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.